hast Scheiß gebaut, musst bereit sein, es sein zu gestehen. Lass dein Ego zurück, das bei Weitem das kleinste Problem. Klar, es ist wichtig zu seiner Meinung zu stehen, doch in der Formulierung auf Weise die Worte zu wählen. Warum willst du mir was erzählen, was ich lange schon selber weiß? Redest um den heißen Brei und wieder schließt sich der Kreis. Und auch wenn du sagst, dass du unschuldig seist, ist das in meinen Augen noch lange kein Beweis. Ich würde dir gerne glauben, doch das Misstrauen überwiegt. Nein, eher das Misstrauen in dem Fall über Liebe siegt. Du verharrst du auf deinen Standpunkt wie ein Nashorn. Immer dasselbe auf Grad ist der Flur wieder der Tatort. Fahr fort, ich höre dir weiter bei jedem Satz zu. Ich will keine Ausreden, ich will antworten. Was ist nur, tu was du willst, aber beleidige mich nicht. Und wenn du jetzt gehst, dann verzeih ich dir das nicht. Ja, dann hau doch ab, unter uns beiden. Ich hab diesen Traum gehabt, von Nein sein. Doch bin durch dein Verhalten aufgewacht. Wie du dich gibst, hintenrum werde ich ausgelacht. Wovon ich ausgehe, von wegen den Traum leben. Du zeigst kein Interesse, brauchst dich nicht rausreden. Will nur noch auflegen, wenn du in der Leitung bist. Was ich langsam für dich empfinde, ich weiß es nicht. Für mich ein Rätsel, was für mich schwer zu lösen ist. Lieber willst du einen Arsch als jemanden, der höflich ist. Kommt mir so vor, bitte sag, wenn ich falsch lieg. Doch eine Frage, warum ist deine Haltung anti? Kann ich mir nicht länger geben, bereite Kopfschmerzen. Leichter gesagt, ich kann nicht alles in einen Topf werfen. Von meinen Sorgen, die ich hab, wegen mir, die schnell eine Rose verwelken kann, gerade kapiert. Plötzlich bist du weg, als hätte man dich mir entrissen. Leise fließen Tränen direkt in mein Kissen. Gefühle beschreiben vermissen, weil ich nicht anders kann. Und trotz blutiger Füße nicht denk, ich hätte mich verrannt. Ich seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Die nächsten Jahre wurde es kalt und schwer. Ich versuchte was zu ändern, nur klappt das nicht. Dass ich von vornherein scheiter, ist Fakt für mich. Ich klammer mich an Kleinigkeiten, bis es mal zu spät ist. Ich will noch viel erreichen, nur das geht nicht. Ich bin permanent auf Standby, muss hoffen und glauben. Bin 24 Stunden am Schlafen mit offenen Augen. Jeden Tag schreibe ich meinen Frust mit einer Träne. Selbst mein Tagebuch hat keinen Bock auf meine Probleme. Auch wenn ich mein Ziel dann beim Weiten verfehle, bleibt mir nur der Schmerz wie das Zerreißen der Seele.